Ich bin hier im Rewe in der Ulmer Oststadt, Rewe Weimper, und direkt mir gegenüber sitzt Martin Weimper, der schmeißt den Laden hier und hat auch noch drei andere Rewe. Und nicht nur das, er sitzt auch im Aufsichtsrat der Rewe Süd-Südwest. Das heißt, der Mann versteht was von dem, was ich ihn jetzt fragen werde. Nämlich, ich bin vorher hier durch die Regale gelaufen. Öl ist quasi leer, Mehl ist quasi leer. Da sind schon Zettel dran, dass es rationiert wird. Wir sprechen über Hamsterkäufe. Wie erleben Sie das, Herr Weimper? Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Leute das machen. Es wäre genügend Material da. Aber wenn natürlich Hamsterkäufe kommen, dann fliegen wir komplett aus der Kurve. Wir haben auch Weihnachten, Silvester, wo ja auch Riesendruck, Riesenmenge über den Tisch geht. Gar kein Problem. Da muss niemand auf was verzichten. Aber die Hamsterkäufe, die schmeißen uns komplett aus der Kurve. Die Leute sollen das bitte lassen. Es ist genügend Ware da. Wäre kein Problem für niemand dann. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es ist ja gar nicht so, dass irgendwas fehlt, oder? Ich meine, wir haben diesen Ukraine-Krieg, wir haben Lieferkettenschwierigkeiten, Rohstoffe fehlen, aber nicht bei den Sachen des täglichen Bedarfs, oder? Dort mangelt es überhaupt nicht. Aber wenn sie das Fünffache abzieht, das kann niemand leisten. Es kann niemand das Fünffache an seinem Tag arbeiten, es kann niemand das Fünffache abfüllen, es kann niemand das Fünffache liefern per LKW. Wir können das Fünffache gar nicht verräumen, wir haben auch gar nicht den Platz dazu. Im Lager gibt es gar nicht die Lagerplätze dann dazu. Das ist das Problem. Ein kontinuierlicher Abfluss bereitet niemand Probleme und niemand müsste hamstern. Das heißt, es ist auch eigentlich gar nicht cool für Sie, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr einkaufen. Überhaupt nicht, weil was beim Toilettenpapier während der Corona-Krise war, als die alle gehamstert haben, hat dann für die Toilettenpapierindustrie hinterher Kurzarbeit bedeutet. Jeder hatte genügend Toilettenpapier zu Hause. So ist beim Öl dann auch wieder. Jetzt geht das Ding durch die Decke. Und in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, da stehen wir dann wieder auf dem Öl, bleiben wir sitzen, weil nichts umgeht, weil die Leute jetzt gehamstert haben. Also es macht keinen Sinn, sowas zu tun. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das Material wäre da, wenn der kontinuierliche Abfluss und ein normales Verhalten von den Kunden stattfinden würde. Erleben Sie das in allen Märkten? Ja, ist bei uns genauso. Und wir hatten jetzt auch wieder eine nationale Besprechung zu dem Thema. Das ist also bundesweit. Von Flensburg bis Passau schlägt es genau überall bei alle gleich ein. Und wie wollen Sie dem jetzt begegnen mit diesen Schildern? Wir versuchen es jetzt wieder, so wie mit dem Toilettenpapier auch, zum Rationieren, runterfahren und damit die Regale immer voll sind. Es macht wohl das Gefühl dann bei den Leuten, okay, es ist genügend da. Also ist eigentlich reine emotionale Entscheidung und keine rationale Entscheidung. Das versuchen wir mit dem dann zu handeln. Ich hoffe, dass es gelingt und funktioniert. Dann vielleicht noch ein Aufruf, keine Panik, Leute. Keine Panik, bleibt ruhig, bleibt entspannt, wir sorgen dafür. Es kann schon sein, dass mal deine Lieblingssorte für einen Tag ausgeht, das kennt man aber auch schon von früher. Aber am nächsten Tag ist alles da, dann funktioniert das alles. Einfach ruhig bleiben. Ich habe jetzt noch einen Auftrag von meiner Frau, ich soll Salat kaufen, davon haben wir noch, oder? Ja, dem mangelt es nicht, nee. Also alles vorrätig, es gibt eigentlich überhaupt kein Problem, die Leute können sich entspannen. Vielen Dank, Herr Weimper, bis zum nächsten Mal, hoffentlich zu einem schöneren Termin. Das wäre mal cool, wenn man mal, jetzt dachte ich nach Corona, jetzt wird es ruhig, jetzt kommt das. Es wäre mal wieder angebracht, wenn es einfach mal wieder glatt und ruhig gelaufen würde. Wäre schön. Für alle. Vielen Dank, ich bin Paolo Percoco und ich kaufe jetzt Salat. Tschüss. Danke, ciao. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.